Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Spargel einmal anders. Leute, was gibt's Schöneres, als im Frühjahr frischen Spargel zu essen? Ich kann mir wenig vorstellen. Eigentlich kann ich mir gar nichts vorstellen. Spargel ist wirklich um diese Jahreszeit das absolut ultimative Gemüse, das ultimative Gericht. In der Regel mit Salzkartoffeln, mit Butter reicht. Ja, großartig. Aber irgendwann sagt man sich, nee, vielleicht würde ich doch gerne mal ein bisschen variieren. Und eine Variante habe ich für euch heute mitgebracht, und zwar ist das gratinierter Spargel. Wie das funktioniert, das erkläre ich euch jetzt. 500 Gramm Spargel habe ich bereits geschält und die Enden abgeschnitten. Die kommen jetzt hier in unseren Varoma hinein. Den Einlegeboden brauchen wir nicht. Den machen wir kurz weg. Deckel drauf. In den Kessel 400 Milliliter Wasser. Und das Ganze wird jetzt 15 Minuten gegart, auf der Varoma-Stufe natürlich. Und da stellen wir dann auch die Stufe 1 ein. Mehr brauchen wir da nicht. Es geht ja eigentlich nur um den Dampf. Also, wir sehen uns in 15 Minuten. So, damit ist unser Spargel vorgegart, so ganz durch. Ist er ja erst so nach 20 Minuten, ne? Wobei, es ist dünner Spargel, das geht. Aber jetzt kommt unser nächster Arbeitsschritt. Ich habe jetzt hier 6 Scheiben Kochschinken und werde jetzt jeweils 3-4 Stangen, da müsst ihr gucken, wie viele ihr habt, mit diesem Kochschinken ummanteln, umwickeln und dann hier in die Auflaufform legen. So, schauen wir mal. Oh, er ist heiß. Ich glaube, ich mache das mit der Zange. Ne, ich krieg das hin. Zack. So, das umwickeln wir dann einfach und legen das dann wirklich so ganz eng hier in eine Auflaufform. Wir füllen die Garflüssigkeit um. Die brauchen wir später noch, beziehungsweise einen Teil davon brauchen wir später noch. So, den Topf wieder einsetzen und 150 Gramm Gouda werden wir jetzt hier im Topf zerkleinern, und zwar 5 Sekunden auf Stufe 7. So, auch den Käse füllen wir wieder um. Butter kommen jetzt in den Topf. Da ist jetzt noch ein bisschen Käse drin, aber das ist nicht schlimm. 3 Minuten auf 100 Grad schmelzen wir die Butter und dann kommt das Mehl dazu. Stufe 1 reicht in dem Fall. Und der nächste Teil. 50 Gramm Mehl habe ich hier, die wir jetzt in die geschmolzene Butter geben, und das Ganze wird jetzt noch mal eine Minute bei 100 Grad erwärmt. Stufe 1 reicht hier ebenfalls aus. Zu dem Ganzen geben wir jetzt 200 Gramm unserer Garflüssigkeit sowie 200 Gramm Milch. Ihr könnt auch Sahne nehmen, ja, dann ist das ein bisschen gehaltvoller, aber Milch tut's genauso. Außerdem etwa die Hälfte des Käses, also 75 Gramm, und das Ganze dann 5 Minuten 90 Grad in Stufe 3 erwärmt. So, damit ist unsere Soße fertig. Die gießen wir jetzt hier über unsere Spargel. Und boah, das ist gehaltvoll. Schon fast ein bisschen zu viel Soße für den Spargel. Vielleicht hätte man da auch mehr Spargel nehmen können. Also könnt ihr gerne auch mehr Spargel nehmen. Nur mal so eine Idee von mir. Aber das sackt ja noch ein bisschen dazwischen. Verteile das und lass das jetzt noch so ein bisschen nach unten laufen. Den Rest
des Käses streuen wir oben drüber. Was ich euch vorenthalten habe, was aber relativ logisch ist, ist, dass ich den Backofen schon vorgeheizt habe. Den habe ich vorgeheizt auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Da kommt das Ganze jetzt 30 Minuten rein und dann wird gegessen. Bis gleich. So, damit ist unser gratinierter Spargel gratiniert. Man hätte vielleicht auch eine kleinere Auflaufform nehmen können, weiß ich jetzt nicht, haben wir zwar, aber sieht so ein bisschen ertränkt aus, ist aber egal. Denn ihr seht, die Soße würde auch für 750 Gramm Spargel wahrscheinlich reichen, je nachdem wie der aufgebaut ist. Und dann muss man halt eben gucken, vielleicht braucht man dann die ein oder andere Scheibe Schinken mehr. Oder man macht eben mehr Röllchen, mehr Spargel in den Schinken rein. Aber ich werde das jetzt erstmal hier mir so eins auf den Teller legen, dann werde ich es mal ausprobieren, mal abschmecken und dann schauen wir mal, wie das so schmeckt. Jetzt muss ich gucken, wie ich das geschickt hier rausbekomme. Etwas eingeschraubt. Ach, guck mal hier. Mit der Zange natürlich. Dann nehme ich mir doch mal eins hier einfach von der Seite raus. So, wow. Das sieht genial aus. Wow. Cool, cool, cool. Aber da würde ich mir jetzt noch so ein bisschen Soße dazu machen. Nehme ich mir jetzt einfach hier mit dem Löffel. So, einfach nur mal um zu probieren. Mmh. Das ist der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Also allein die Soße. Mmh, super gut. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass man Spargel nicht mit einem Messer schneiden soll, sondern das so in den Mund schiebt. Aber irgendwie, wie soll ich denn das hier machen? Ja, ich schneide jetzt das mitten raus, da wo der Käse auch gratiniert ist. Und dann esse ich die Köpfe. So, und dann den Rest. Einfach nur mal, um das Gesamterlebnis zu haben, mit ein bisschen Käse dazu. Jetzt schauen wir mal. Das ist super gut. Super gut. Also dafür kann man natürlich noch ein paar Kartoffelchen dazu machen. Die kann man ja mit dem Spargel zusammen am Anfang im Körbchen irgendwie mitkochen. Mmh. Brauchst aber nicht, weil so ist das wirklich auch ein Low-Carb-Gericht. Ja? Es sind ja keine Kohlenhydrate dran. Wir haben Milch genommen, man merkt es schon, das ist mit Sahne wahrscheinlich noch mal ein bisschen intensiver, aber natürlich auch ungleich fetter. Ist vielleicht nicht die schlankste Küche, aber auf jeden Fall eine sehr delikate. Ihr solltet das mal ausprobieren. Ich würde sogar fast behaupten, dass das jetzt so mal mein nächstes Spargelgericht zu Hause sein wird, weil das wirklich, wirklich sehr, sehr lecker schmeckt. Probiert es aus. Wenn ihr Lieblingsspargelgerichte habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare oder in unserem Forum www.wunderkessel.de. Da findet ihr die besten Rezepte zum Thermomix. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, falls ihr das nicht schon getan habt. Ich gehe jetzt essen und wünsche euch einen schönen Tag und guten Appetit. Ciao.